Das Gewinnspiel zu Black Moon ist jetzt vorbei und auch an der Stelle möchte ich noch einmal ganz herzlich dem Gewinner gratulieren und mich bei den über 60 Teilnehmern bedanken. Das ist eine Wahnsinnszahl, mit der ich wirklich auf keinen Fall gerechnet hatte. Womit ich aber auch nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt, war die Menge an E-Mails und Facebook-Nachrichten, die ich nach der Auslosung bekommen habe, mit Wortlauten wie Pretzmedia hat noch ein zweites Mediabook. Magst du das nicht irgendwie vielleicht auch noch verlosen? Und darauf habe ich jetzt eine ganz einfache Antwort, nämlich ja. Warum nicht? Gerne! Wenn ihr den Videotitel zu diesem Video gelesen habt, dann werdet ihr euch das vermutlich schon gedacht haben. Ja, auch das Mediabook zu Das Philadelphia-Experiment gibt es natürlich hier auf PlayZocker Reviews zu gewinnen. Das ist ganz klar und diesmal gibt's allerdings ein bisschen mehr zu tun als beim ersten Gewinnspiel, aber definitiv auch immer noch handelbar. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Facebook folgt, aber dort habe ich vor einiger Zeit einen Post verfasst mit einer neuen Idee für eine neue Rubrik auf meinem Kanal. Unter dem Titel Fragt den Zocki. Diese Rubrik würde bedeuten, ihr könnt mir einfach Fragen einschicken aus welchem Bereich auch immer, Bereich Filme, Bereich Sammeln, Bereich Spiele, alles was euch ehrlich gesagt schon immer interessiert hat, selbstverständlich dürften auch Off-Topic-Fragen vorkommen. Das einzige Thema, das ich gerne mit Vorbehalt genießen möchte, ist Politik. Dazu möchte ich mich ehrlich gesagt nicht äußern, aber sonst könnt ihr wirklich frei von der Leber und von der Brust, von welchem Organ auch immer, wegfragen und mich mit Fragen eindecken. Einschicken könnt ihr mir Fragen unter anderem über die E-Mail-Adresse playzocker@gmail.com. Ihr könnt mich über die Facebook-Seite anschreiben, über YouTube im Fall, aber bitte aufpassen, die YouTube-Nachrichten, da funktioniert das Benachrichtigungssystem nicht so gut, dass ich meistens gar nicht mitkriege, dass ich Nachrichten bekommen habe. Ihr findet wirklich genügend Wege, um mir diese Fragen zu schicken. Als Gewinnspiel für das Philadelphia-Experiment hätte ich gerne ganz einfach eine Frage für euch. Schickt mir eine Frage für Fragt den Zocki, postet sie entweder in die Kommentare zu diesem Video, in die Kommentare zu diesem Facebook-Beitrag, wenn ihr jetzt gerade dieses Video über Facebook schaut, schickt sie mir per Mail, schickt sie mir per Facebook, alles wirklich hundertprozentig egal. Ich freue mich auf eure Fragen und jeder bzw. jede, der, die mir eine Frage schickt, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Das Gewinnspiel läuft bis Ende August, also quasi bis zum letzten Augusttag, bis zur letzten Augustsekunde. Am 1. September werde ich dann wieder den Gewinner verkünden und dann relativ zeitnah auch mit der Show Frag den Zocki starten, wo ich höchstwahrscheinlich jede Woche so um die 10 Fragen herum beantworten werde. Kann mir natürlich immer, dass vielleicht die Fragen ein bisschen zusammenpassen, welche heraussuchen und zusammenklauben, aber grundsätzlich habe ich vor, so ziemlich jede Frage zu beantworten. Natürlich seid mir nicht böse, wenn ich gerade eure vielleicht nicht beantwortet habe. Ihr könnt mir aber selbstverständlich auch mehr als nur eine Frage schicken. An der Stelle möchte ich allerdings fürs Gewinnspiel darauf hinweisen, dass jeder nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen kann. Es ist also egal, ob ihr mir eine Frage stellt oder 1000. Ihr nehmt einmal am Gewinnspiel teil, aber wenn euch wirklich 1000 Fragen unter den Nägeln brennen, dann bitte schickt sie mir. Dann habe ich auf jeden Fall genug Material für die neue Serie und genug Fragen, mit denen ich euch hoffentlich interessante Antworten liefern kann. Bin schon sehr gespannt, wie dieses Format bei euch ankommt. An der Stelle kann ich nur noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Jeder, der Interesse daran hat, das Philadelphia-Experiment im Mediabook bei mir für lau abzustauben, postet mir einfach unter die Kommentare von diesem Video, als E-Mail, als Facebook-Nachricht, als vollkommen wurscht, irgendeine Frage für Frag den Zocki. Filmbezogen, sammelbezogen, spielbezogen oder bettbezogen, vollkommen egal. Ich freue mich auf eure Fragen und jede, die bis Ende August bei mir eintrifft, wird gewertet, wird dann in die Auslosung kommen und am 1. September gebe ich den oder die Gewinnerin bekannt. Ich freue mich auf eure Fragen und wünsche euch viel Spaß beim Ausknobeln und Ausknibbeln, weil für mich ist das immer wirklich spannend, wenn ihr was tut fürs Gewinnspiel, weil dann weiß ich ja auch nicht, womit ich rechnen kann. Also, wer weiß, vielleicht könnt ihr mich mit euren Fragen ja so richtig überraschen und so richtig aus der Fassung bringen. Ich freue mich riesig drauf. Und das ist mir das Mediabook definitiv wert.